Hey, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Heute werde ich dir zeigen, wie du Lagenwechsel üben kannst. So Lagenwechsel, das ist, wenn du von einem Lage zu einem anderen spielst. Hey, mein Name ist Anton Morales und ich bin Professor Geiger. Ich bin auch Autor des Buches Geiger lernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, heute, ich werde dir zeigen, wie du deine Lagenwechsel üben kannst, damit die immer klappen, damit die sich immer steigern und noch wichtiger, dass es immer klappt, nicht einmal über zwei, einmal über drei, sondern jedes Mal. So, aber bevor, so, ich veröffentliche hier regelmäßig Videos, um Fortschritte regelmäßig zu machen. Das ist wichtig, dass du immer etwas Neues lernst und damit du immer siehst, was möglich ist, wie kannst du etwas besser üben und so weiter. Und deswegen abonniere dich unten auf meinem YouTube-Kanal. Sonst du wirst einfach die neue Video verpassen und dann du wirst weniger Fortschritte machen und das wäre schade. So, heute ich zeige dir also diese Lagenwechsel. So, erstmal, das ist sehr wichtig, eine Methode zu benutzen bei Lagenwechsel, weil sonst, wenn du einfach versuchst, hin und her zu spielen, dann du wirst etwas Falsches machen, dann falsch lernen und dann dich was Falsches einfach gewonnen und dann das wird sehr schwierig sein, das zu verbessern und sowieso das wird sehr schlecht klappen. So, die richtige Methode, um Lagenwechsel zu machen. Ich zeige dir das gleich. Wenn du das machst, dann deine Lagenwechsel werden jedes Mal klappen. Erstmal, das ist zu wissen, von welcher Lage zu welcher Lage du spielst. So, unten, das ist natürlich die erste Lage. Ich werde anfangen mit deinem E, erster Finger auf die D-Seite und dann sagen wir, ich will zu A. Zu dem A dann auf die D-Seite spielen mit dem zweiten Finger. So. So, erstmal, du musst dich merken, in welcher Lage du spielst. So, E, erste Lage, A, dritte Lage. Sehr wichtig zu wissen, wohin du spielen willst. Weil, wenn du nicht weißt, woher du gehst, dann kannst du auch dort, nicht dort gelangen. Ja? Du musst ganz genau wissen, wo du gehst. So. Dann du musst wissen, mit welchem Finger du das machen wirst. Ganz wichtig. So, erstmal haben wir erste Finger gemacht und dann wir gehen von erste zu zweite Finger. Und das ist wirklich die Basis. Dann auch die Basis, das ist mindestens die Namen von den Noten zu wissen. Zu wissen, ich spiele jetzt ein E und dann ich will ein A spielen. Das musst du jedes Mal ganz genau wissen. Und dann, wenn du das weißt, wenn du das alles, dich alles das klar ist, der Übung ist folgendes. Erstmal eigentlich die Bewegung von einem Lagenwechsel, das ist immer eigentlich zweiser. Der erste, das ist ein Lagenwechsel selbst, von einem Lage zu dem nächsten. Und das mit dem Finger, das du gerade gespielt hast, so hier mein erster Finger. Ich gehe in der neue Lage. Und dann, wenn ich in der neue Lage bin, dann ich werde den nächsten Finger spielen. Und das ist ein Lagenwechsel. Ein Lagenwechsel, das ist immer das. Du gehst in der neuen Lage und dann du spielst den neuen Finger. Aber bei dem Lagenwechsel, du wirst immer den Lagenwechsel machen mit dem letzten Finger, mit dem du gerade gespielt hast. Ja? So, das bedeutet, wenn ich zu E zu A gehe, so dem letzten Finger, das ist dem E, erster Finger, dann ich mache den letzten Finger, dem Lagenwechsel mit meinem ersten Finger. Das bedeutet, ich gehe im dritten Lage mit meinem ersten Finger. Ich mache so, damit du das besser siehst. Ich gehe von E zu G. Und natürlich mache ich das nicht so, sondern so, ja. Immer so. Ja? Das ist nur damit du besser das sehen kannst. So, ich gehe von E zu G. Und das sollte auch sein, was du als erstes übst. Einfach von E zu G zu gehen. Ja? Das ist einfach der Lagenwechsel. Von E zu G mit einem Finger. Und dabei ist auch wichtig, hier immer ganz geradeaus bleiben, alles ganz normal. Ja? Nicht irgendwas machen, sondern einfach die gleiche Haltung die ganze Zeit behalten. Auch von Finger her nichts machen. So. Wenn du guckst meinen Finger, das wird, er wird genau gleich bleiben. Ja? So immer gleich, nicht einmal so, keine Ahnung, sondern immer ganz gleich. Dann, du kommst in die dritte Lage. Dann du musst das üben, wie du gehst von dem ersten zu dem zweiten Finger. Geht so. Geh einfach ein paar Mal wieder. Oder? Ja, erstmal ganz, ganz, ganz langsam, in halbes, dann Viertel, Achtel und immer schneller, ja? Bis dass es sicher sei. Und dann du wirst üben, die nacheinander zu machen, so von E zu G. Und dann deine neue Ton spielen, so 1, 1. Und dann 1, 2. Und dann das ein bisschen schneller.
Und eigentlich das hin und her, ja. Und natürlich, wenn du zurückkommst, dann das ist der gleiche Regel. Du machst den Lagenwechsel mit was? Mit dem letzten Finger, den du gespielt hast. Und hier, das ist dem A. So, von A, du gehst zu F oder Fis, das hängt von deinem Tonart an. A. Und das ist der A der zweiten Regel. Immer die Lagenwechsel in beide Richtungen üben, nicht nur in eine Richtung. Und dann immer das leichter machen. Dann diese Ton, der wir das Süßen machen, dem G, wenn wir von E zu A gehen, das heißt der Süßenton. Dieser Süßenton wirst du dann immer leiser machen, immer kurzer. Aber am Anfang, das ist sehr wichtig, dass du immer den Süßenton spielst und du weißt, welcher Ton der Süßenton ist. Sonst weißt du gar nicht, wo du hingehst, ja? Nur wirklich das erstmal wissen. Dann immer leichter. Und dann, wenn du fängst an, das zu machen, dann hier musst du dich wieder wirklich über das Ziel konzentrieren. Das Ziel, das ist nicht mehr dem G, sondern dem A, dem oberen Ton. Nicht der Zwischenton, sondern dem Ton, ja? Du musst dich hier ganz bewusst wissen, wenn du dem E spielst, dann du musst dir dem A singen. E, A, ganz genau das im Kopf hören, ja? Wo dem E liegt, wo dem A liegt und auch wo er liegt auf dem Gag. Und dann musst du versuchen, von E zu A zu gelangen. Dabei du den Zwischenton spielen, aber ohne darüber zu denken, ja, das nur eigentlich, das wird dich führen, ja, das ist wie, keine Ahnung, das ist einfach, du musst, so, das wird dich, du wirst damit wirklich wahrnehmen können, hier, weil du kannst mit dem Finger natürlich wahrnehmen, was passiert, du wirst wahrnehmen können, von wo du spielst und wo du gelangst, und das ist wirklich das Geheimnis, das. Und dann, wenn du das wirklich gut geübt hast, dann wird sehen, dass es. Und das wird immer klappen, ja? Auch wenn du gar nicht darüber denkst, ja? Und egal wie schnell das ist, ja? Das ist sehr wichtig. So, wenn dieses Video dir gefallen hat, dann lass es mir wissen. Klicke auf Gefällt mir unter dieses Video. Und genau, so. Das ist, um Lagenwechsel zu machen, aber was noch wichtiger, das ist, einen schönen Klang an der Geige zu haben. Das ist viel wichtiger eigentlich als Lagenwechsel zu lernen. Wenn du noch kein, wenn dein Klang nicht so schön ist, dann egal was du auf der Geige spielen kannst, das wird sowieso nicht so schön klingen. Deswegen habe ich einen Kurs für dich gemacht, die drei Faktoren des Klangs, wo ich dir ganz genau schrittlich zeige, wie du den Klang innerhalb 1-2 Wochen deutlich verbessern kannst. Es ist zurzeit kostenlos für dich, vielleicht nicht für immer, so ich sage jetzt, aber wenn du guckst das Video, vielleicht ist es nicht mehr kostenlos. Klicke einfach hier, um es zu herunterladen. Du musst dann dort nur deine E-Mail-Adresse hinterlassen und das war's. Klicke jetzt da unten, ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns gleich. Tschüss!